Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Ich bin immer noch auf der IFA 2015, dieses Mal bei HTC. Neben mir sitzt Fabian Nappenbach von HTC. Ihr kennt ihn ja bestimmt schon. Wir haben schon mal ein paar Videos miteinander gemacht. Und ja, weil der gute Mann so schön erzählen kann, habe ich mir überlegt, ich lasse ihn einfach mal wieder erzählen und stelle ihm die Frage, was habt ihr denn vorgestellt? Was zeigt ihr so speziell auf der IFA 2015, Fabian? Also am meisten siehst du hier Vive, unser ganzer Stand ist Vive gebrandet. Wir haben hier Demos laufen für Journalisten, für Partner, auch für ein paar normale Kunden, aber gegen Appointment only, weil die Leute würden sonst anstehen durch die ganze Halle durch, weil, ja, ich kann darüber echt viel erzählen, aber der größte Effekt ist, wenn du es mal aufgehabt hast, wenn du es benutzt hast, dann wirst du eigentlich nichts anderes mehr machen, weil das ist für mich die erste Virtual Reality System, wo wirklich Reality im Vordergrund steht. Weil du machst nicht nur ein bisschen Kopfbewegungen, du hast den ganzen Raum, du wirst durch diese Laser getrackt in deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deinem ganzen Körper und kannst dich halt absolut frei bewegen. Es wird dir nicht schlecht und du hast nach kürzester Zeit das Gefühl, du bist drinnen, du wirst echt reingesaugt in die virtuelle Welt hier. Und das haben wir schon ein paar Mal vorgestellt, aber ich meine, die IFA ist jetzt natürlich eine Chance, das ein bisschen breiterem Publikum auch zu zeigen. Ja, das ist vielleicht ein gutes Stichwort so, weil wir, also Kollege und ich, wir haben eben eine kleine Demo bekommen von der HTC Vive. Für mich war es ja auch das erste Mal so. Also alle Kollegen haben geschwärmt so bisher, die das Ding so aufhatten und ich dachte mir einfach so, ja, mal ausprobieren. Ich war bisher noch nicht so überzeugt von dem ganzen Virtual Reality Zeug. Und ja, wir waren beide ziemlich geflasht. Also das, was du jetzt eben erzählst, so man kommt dann in so einen Raum, der ist dunkel mit Lasern und so weiter, setzt das Ding auf, dann waren wir so, das Geiste fand ich fast dieses Unterwasser-Szenario so. Dann kommt dann auf einmal so ein riesen Fisch auf dich zu und du denkst dir, was? Also wirklich, also ich bin beeindruckt so, aber muss man am besten echt mal selber ausprobiert haben, weil man kann sich das gar nicht vorstellen. Was bekommst du so für Feedback? Es ist ziemlich konsistent. Also erstens, Vergleich mit anderen Produkten kommt natürlich immer so, okay, sowas in der Art habe ich noch nie gesehen. Und zweitens natürlich, viele Leute kommen raus und haben wirklich einfach große Augen. Yeah. So nach dem Motto, wow. Und das ist, ich habe genau dasselbe selber durchgemacht, als ich Anfang des Jahres meine ersten Demos bekommen habe und quasi trainiert wurde drauf. Ging so als Skeptiker rein, so wegen, ja, jetzt machen wir auch eine Brille, so what. Und seitdem ich es mehrfach erleben durfte, rennt bei mir der Kopf von wegen, was kann man mit der Technik alles machen? Und ich komme nicht mehr an Grenzen. Mir fallen dauernd neue Sachen ein, von wegen, die ich damit simulieren möchte, wo ich sage, von wegen, das ist echt mal eine Chance, dass du nicht bloß mal irgendwie ein Computerspiel machst, was so der erste Anwendungsfall ist, sondern dass du sagst, was du dir vorstellen kannst, du kannst es erleben. Es ist echt die virtuelle Welt. Mal so die Hauptfrage, ich glaube, was die meisten Leute so interessieren wird, weil es kann ja nicht jeder auf irgendwelche Messen kommen, sich das anschauen und so weiter. Ab wann ist denn das Ding verfügbar, marktreif, sage ich mal, oder kann man sich das irgendwann auch mal Mediamarkt Saturn oder so anschauen? Erzähl doch mal. Also die beste Chance im Moment hast du, du bist Entwickler, weil dann kriegst du schon eine von uns wahrscheinlich sogar kostenlos. Also wir verteilen im Moment an Entwickler, weil gerade die ganzen Game Studios, aber auch die ganzen Indies sind extrem heiß drauf, dass sie da jetzt mit dabei sind. Das heißt, im Moment produzieren wir konkret nur für die Entwickler. Wir werden Ende des Jahres noch wenigen Kunden noch die Chance, die Möglichkeit geben können, auch dran zu kommen. Die können es dann kaufen. Dass du sie jetzt wirklich, so wie du es gerade beschrieben hast, jetzt in einem ganz normalen Laden irgendwie kriegst, das passiert dann im ersten Quartal, also im Frühjahr 2016. Da gehen wir dann auch richtig schön in die Breite, auch in Deutschland. Preistechnisch kannst du da schon irgendwas sagen? Darfst du schon irgendwas sagen? Das Schöne ist, ich weiß noch nicht mal, aber ich darf mal noch nicht sagen. Aber was ich so an Eckpunkten gehört habe, wird sich jetzt niemand schockieren, der das sein Hobby nennt. Ne? Also du wirst sowieso natürlich einen leistungsfähigen PC dazu brauchen, um das Ganze fahren zu können. Und dazu kommt dann halt noch unser System, das aus der Brille besteht. Zwei von diesen Controllern und zwei von diesen kleinen Laserkästchen, die sind die Lighthouses. Die baust du in deinem Raum auf und die sind eigentlich die ganze Magic, weil die ermöglichen diese super präzise Tracking und Bewegung im Raum. Die brauchst du auch noch dazu. Ja, das ist wirklich auch phänomenal, so wenn man da hinkommt, man möchte sich jetzt vielleicht denken, so vielleicht laufe ich dann irgendwo dagegen, gegen eine Wand oder so, aber das ist nicht. Also dann kommt da so eine Linie, sage ich mal, die dir genau sagt, so stopp, jetzt nicht mehr weiter. So, das ist wirklich ziemlich gut gemacht. Aber
klar, das Ganze ist Entertainment, würde ich jetzt mal sagen, so. Also es ist Entspannung vielleicht auch ein bisschen, was wir eben so gemacht haben. Aber was genau ist euer Ziel mit dem Ding? Was wollt ihr? Also gibt es vielleicht verschiedene Anwendungsszenarien noch? Ich meine, unser Ziel als Firma ist, mal wieder der, sagen wir mal, Steigbügelhalter für eine ganz neue Revolution zu sein. Weil ich glaube, wir haben damals Smartphone mitgeschaffen. Ne? Also Android, ich weiß nicht, ob es Android ohne uns überhaupt geben würde, so wie wir es heute kennen. Und genau das Gleiche wollen wir jetzt hier bei der nächsten Stufe Virtual Reality erreichen. Weil je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr bin ich überzeugt, das wird Monitore und Touchscreens über kurz oder lang einfach ablösen. Das wird die normale Art und Weise sein, wie wir irgendwann mit Computern nicht nur spielen, auch arbeiten, auch designen etc. Und das ist für uns einfach genau das, was wir am liebsten machen, ne? So richtig hardcore bleeding edge Innovation leisten. Kurzfristig ist natürlich für uns als Brand auch toll, weil, hey, ich meine, ich glaube, so viele Interviews habe ich schon lange nicht mehr geben dürfen und können, weil alle Leute sowas von abgehen auf dem Gerät und auf dem Thema und überall steht HTC drauf. Und natürlich wird es auch Abstrahleffekte auf unser Kernbusiness Smartphones haben. Das Ziel ist aber nicht nur Gamer. Gamers sind so die super erste Zielgruppe, weil Gamer sind immer vorne dabei. Ne? Bevor Heimcomputer ein Ding waren es Spielkonsolen. Also die Atari VCS war eigentlich so, wie die Computer in die Wohnzimmer gekommen sind. Und genau das wird hier ähnlich passieren, dass die Gamer als allererstes loslaufen und sagen, muss sein. Aber du kannst genauso gut Business-Anwendungen denken, dass du jetzt Ladengeschäfte damit ausstattest, dass du Autos oder Möbel oder irgend sowas darüber kaufst. Das heißt, die Möglichkeiten enden absolut nicht beim Gaming. Was mich noch so interessieren würde, so, also kann man hier von Auflösung, es gibt ja diese anderen VR-Brillen, wo man dann ein Smartphone reinsteckt und so weiter, da kennt man ja die Auflösungen dann. Wie sieht das hier mit der Auflösung aus? Die Qualität von dem Bild hängt ja nicht an der Auflösung, weil du kannst extrem hohe Auflösungen haben, aber wenn die Rechenpower nicht dahinter ist, dann hast du halt trotzdem irgendwie ein langweiliges Bild. Also die Auflösung ist hier erst schon mal hoch, also 1280 x 1024 auf jedem Auge, zusammen so circa 2K, aber viel wichtiger ist noch, das sind 90 Bilder pro Sekunde und unterstützt die besten und modernsten Grafik-Engines. Also das ist von dem Fotorealismus so stark wie die besten Hardcore-Gaming-PCs heute. Und das kann auch nur ein PC leisten. Kein Handy der Welt hat auch nur ansatzweise so viel Saft, um sowas richtig zu befeuern. Wird dann vermutlich anfangs erstmal Windows-only laufen, oder? Kann man da schon was sagen? Das erste System ist so, wie Steam eben läuft, auf Windows, 64-Bit-System. Und von der Hardware her, das Wichtigste ist, ordentlich Grafikpower rein. Ja, das war die HTC Vive so. Ich kann es nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Also ich weiß, man kann sich das jetzt schlecht vorstellen. Ich habe das auch immer so, wenn die Kollegen immer erzählen und man hört das, ja okay, was haben die jetzt so? Aber schaut euch das mal an. Also das hat echt was für sich. Aber wir sind nicht nur wegen der Vive hier, sondern ihr habt auch noch ein neues Smartphone vorgestellt. Erzähl doch mal, was hast du da in der Hand? Das ist Desire 728. Name sagt schon, das ist quasi großer Bruder vom 626, also die Seite haben wir so einen Zahlencode, größere Nummer heißt größerer Screen, ist auch hier so, 5,5 Zoll und mit Boom-Sound-Speakern, also das ist echt eine coole Videomaschine, wenn du unterwegs oder zu Hause oder sowas richtig schön mit Stereo, mit Dolby Surround dir Videos anschauen willst, bist du mit dem Gerät gut dabei. Es ist ein Mittelklasse-Gerät, das heißt UVP, also von dort ab geht's nach unten, ist 299 €, aber in aller Art von Läden, also nicht nur online. Trotzdem aber sehr wertig. Ne? Da ist super stabiles Gehäuse dahinter. Das ist ein sehr, sehr aufgeräumtes, edles Design. Also sieht es nicht irgendwie wie ein Billig-Handy aus. Fühlt sich auch nicht so an. Und hat auch nicht die Software vom Billig-Handy, sondern Android 5.1 mit Sense 7. Exakt gleiche Ausstattung, gleiche Software-Features, wie sie jetzt ein M9 zum Beispiel hat. Der Rahmen, darf ich mal ganz kurz? Ja, ist das Metall? Ich glaube, es ist nicht exakt Metall. Es ist also so ein extrem harter Kunststoff, der so überzogen ist, dass du überhaupt nichts, keinen Unterschied merkst. Also ich habe keine Kratzer reinbekommen, das ist sehr steif. Und der Hintergrund hier ist Polycarbonat, so matt gestaltet, sodass es nicht so fingerabdruckanfällig ist. Und vorne die Front ist All Glass.
Ja, fühlt sich ganz gut an für ein 299 € Smartphone auf jeden Fall. Was habt ihr hier? Display-Auflösung, du meinst eben 5,5 Zoll? 5,5 Zoll, 27p, okay. Aber mit laminiertem Glas. Das ist also jetzt keine Ränder. Es ist auch wirklich sehr blickwinkelstabil, sehr hell. Und ein MediaTek Octa-Core mit 64-Bit. Auch wieder eine neue Generation. Da ist eine Mali 27 GPU dahinter. Hat also auch ordentlich Vortrieb. Also ich habe schon so circa 35.000 Antutu-Punkte mal mitgenommen. Damit ist es so etwa bei dem, was Flagships 2014 noch hatten. Und auch gut Batterie drin, 2800 mAh mit sparsamer Hardware. Läuft also schön lange auch. Speicher kann erweitert werden, oder? Was haben wir jetzt? 16 oder 8 GB? Das sind 8 GB ROM dahinter, aber Speicherkartenslot bis zu 2 TB, also der höchste Standard. Und da sieht er wirklich drei Slots, also zwei echte Nano-SD-Slots und einen für Micro-SD-Speicherkarte. Wie sieht es mit der Hauptkamera auf der Rückseite aus? 13 auf der Hauptkamera und 5 für Selfies und alle noch mit 1080p Video. Was mich so interessieren würde, gibt es irgendeinen speziellen Grund, wieso ihr jetzt hier sagt, bei dem Mittelklasse-Ding, dass ihr einen MediaTek-Prozessor verbaut? Weil man hat die jetzt in letzter Zeit eher seltener gesehen, sage ich mal. Die benutzen wir eigentlich oft bei Desire-Geräten, also 626G, 526G haben auch MediaTek und wir sind da jetzt nicht religiös. Also ich meine, Qualcomm, sowohl Qualcomm als auch MediaTek können inzwischen einfach hervorragende Chipsets bauen. Und der kam mal jetzt zum Zug, weil er einfach ganz gut zu dem Gesamtpaket gepasst hat von so einem Dual-SIM-Gerät. Cool. Ja, haben wir schon Sense 7, also Software-Features sind vermutlich auch relativ ähnlich wie beim One M9 dann zum Beispiel, oder? Genau, also sehr cooles Software-Feature ist zum Beispiel das Theming, dass du aus einem Bild oder aus dem Store dir wirklich einen kompletten neuen Look downloaden kannst. Also zum Beispiel jetzt die Icons, die ich jetzt hier drauf habe, die habe ich jetzt halt einfach, na, ich komme jetzt gerade nicht hin, die habe ich jetzt einfach gut gefunden. Ich kann es dir von der Farbe komplett anders gestalten, du kannst Schriftarten ändern. Also wenn du ganz verrückt bist, kannst du wahrscheinlich sogar Comic Sans drauf tun, aber oder es halt irgendwie schön gestalten. Und das wird sehr stark angenommen. Also wenn du mal mit einem M9 oder mit einem anderen aktuellen HTC in diesen Theme Store reingehst, jeden Tag kommt eigentlich ein Dutzend dazu sozusagen. Also die Theme Engine zum Beispiel kennen wir ja auch vom One M9, haben auch viele von euch geschrieben, so, das findet man ganz cool. Finde ich cool, dass ihr das auch bei der Mittelklasse, sagen wir jetzt einfach mal noch, mit dazu baut. Arbeitsspeicher, hatten wir da schon 2 GB vermutlich? 1,5 GB, das ist auch das, was du brauchst für Lollipop. Ne? Also so die Geräte mit 1 GB, da wird es mit Lollipop halt extrem eng, was Multitasking betrifft. Das hat einen höheren Speicherbedarf, als noch KitKat gehabt hat. Ja, das war es eigentlich schon fast. Eine Frage habe ich noch, weil das ist von ziemlich vielen gekommen. Die sagen immer so, ihr habt ja das One M9 als euer Flaggschiff, aber es gab auch noch in China das One M9 Plus. Mhm. Kann man da irgendwann mal bei uns mit einem Marktstart rechnen? Weil ich glaube, das würden sich irgendwie ziemlich viele wünschen. Ja, wir haben es, ich glaube, in kleiner Stückzahl jetzt in Österreich und der Schweiz gelauncht. Wir sehen es hier nicht als Fokusgerät, weil in dem Bereich ist zum Beispiel, war LTE Category 6 eigentlich jetzt das, was so auch von den Operatoren von allen gewünscht wird. Und das hat ein M9 Plus jetzt nicht gehabt. Es ist eher für den asiatischen Markt konzipiert worden, wo größere Screens wichtiger sind und so weiter. Es ist kein schlechtes Gerät, aber der Unterschied zum M9 ist jetzt nicht so dramatisch, dass die beiden nebeneinander Platz hätten. Ja gut, das habe ich auch gesagt, weil man sieht es ja momentan, es gibt einmal die Hersteller, die das so sehen wie ihr und dann gibt es andere, die werfen 5 Smartphones, die sich alle irgendwie ziemlich, ziemlich ähnlich sind, bis auf ganz kleine Unterschiede, ist natürlich eine Geschmackssache. Ja, das war's. Also ich glaube, das sind so die zwei Hauptprodukte, die ihr zeigt, oder, auf der IFA. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage dir schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen Infos und ja, wir sehen uns dann vielleicht, also ich bin echt schon gespannt, wann die Vive so dann, wenn die Vive dann auf dem Markt ist, so kann ich nur empfehlen, schaut euch das an. Auch bei einem neuen Desire schauen wir dann mal, wann da dann eben die finalen Dinge da sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.